Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Yes, people, party people in the house. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schon wieder Sonntag, 16 bis 18 Uhr. Schon wieder blaue Stunde. Schon wieder ich hier im Studio in Potsdam. Es geht so schnell, kaum hat man sich, oder wie geht's auf Deutsch? Kaum hat er sich's versehen. Das ist eine Formulierung, die verstehe ich nicht. Kaum hat er sich's versehen, ward schon wieder Sonntag. Ward es um ihn geschehen. Die schöne deutsche Sprache. Ja, ich bin da, ihr seid da. Blaue Stunde heute, am 4. Dezember. Das ist zwei Tage vor Nikolaus. Nikolaus, das ist es Nikolaus? Ja, es ist Nikolaus. Und kurz vor Advent, Weihnachten. Schöne Zeit, besinnliche Zeit. Ich bin ein großer Fan vom Nikolaus. Ich habe als Kind unglaublich darauf gewartet, dass der Nikolaus kommt mit seinem Sack und meinen Stiefel voll macht. Und tatsächlich ist der Nikolaus bei mir auch immer gekommen mit seinem Sack und hat meinen Stiefel voll gemacht. Das sieht ein bisschen an wie eine Sadomaso-Geschichte. Und ich habe bis zu meinem, ich glaube, gefühlt 35. Lebensjahr geglaubt, der Nikolaus sei wirklich da. Also es gäbe den Nikolaus. Bis mir dann irgendwann mal jemand gesagt hat, nee, den gibt's gar nicht. Nikolaus ist eine Erfindung. Eigentlich kommt deine Mutter mit ihrem Sack und macht deinen Stiefel voll. Oh, das hört sich jetzt an wie eine ganz schlimme Sadomaso-Geschichte. Hey Leute, seid ihr gut drauf? Habt ihr gute Laune? Habt ihr Bock? Oder seid ihr immer noch schlecht gelaunt von irgendwas? Seid ihr miesepetrig? Seid ihr auf der Suche nach etwas, worüber ihr euch beschweren könnt? Ich nicht. Ich bin gut drauf. Ich freue mich. Ich bin bumsfidel. Und freue mich auf die nächsten zwei Stunden, die wir hier zusammen haben, mit unterschiedlichen Themen, wie immer von Politik bis Boulevard. Und das, was in der Politik besprochen werden muss, das können wir eigentlich kurz und knapp fassen. Der Populismus ist auf dem Vormarsch. Die Populisten sind weltweit auf dem Vormarsch. Mal gucken, ob in Amerika, wenn die Stimmauszählung in Wisconsin, Pennsylvania und ich weiß nicht sonst wo nochmal wiederholt wird, Donald Trump vielleicht doch nicht Präsident wird, sondern Hillary Clinton. Ich glaube es kaum, aber viele hoffen wahrscheinlich drauf. Aber wenn dem nicht so sei, dass die Stimmen falsch ausgezählt würden, dann ist Donald Trump Präsident. Irgendwann im Februar oder so wird er intronisiert und dann lassen wir uns mal überraschen. Die ersten Auftritte nach der Wahl waren ja schon quite bizarre. Zurückgerudert von der Mauer zwischen Amerika und Mexiko, zurückgerudert von vielen Dingen, die er vorher offensichtlich bewusst provokant gesagt hat, aber nicht zurückgerudert von seinem Charakter, der ja offensichtlich und für jeden auch erkennbar sehr seltsam ist. Ich weiß nicht, ob man das so aus der Entfernung beurteilen kann. Ich persönlich glaube ja. Ich glaube ja, man kann den Leuten ansehen, was sie für einen Charakter haben. Deswegen könnt ihr mich auch nicht sehen und nur hören. Wenn ihr mich sehen würdet, dann würdet ihr diese Sendung lieben. Und weil ihr mich nur hört, seid ihr noch ein bisschen unentschlossen. Vielleicht werden wir das irgendwann eines Tages einrichten, wie bei Domian oder bei anderen drittklassigen Radiosendungen, dass man mich auch dann im Studio live moderieren sehen kann. Donald Trump, einer der Populisten, die auf dem Vormarsch sind, aber auch in Deutschland die AfD, Alternative für Deutschland oder wie ich sie nenne, AFD, Frauke Petri, Beatrice von Storch, Alexander Gauland, Björn Höcke, all diese freundlichen Gestalten aus
ich glaube fast alle Osten, nee, Hälfte Osten, Hälfte Westen, haben sich gefreut, als Angela Merkel verkündet hat, dass sie nochmal Kanzlerin werden will. Denn wenn Angela Merkel es schaffen sollte, nochmal Kanzlerin zu werden und wir nochmal 4 Jahre Stillstand erleben in der Großen Koalition, dann wird auch die Partei rechts neben der CDU stärker werden. Und dann werden wir in Zukunft nicht nur ab und zu, wenn Landtagswahlen sind, über die Ergebnisse der AfD sprechen, sondern recht bald auch darüber, dass die AfD Regierungsbeteiligung fordern kann, dass sie sogar vielleicht Regierungen stellt und dass sie mit dem, was sie da vorhat, Politik beeinflusst und macht. Und ob das eine gute Vorstellung ist, das das bleibt eurer Fantasie überlassen. Ich persönlich finde es nicht so besonders schön, mir das vorzustellen. Vor allem, wenn man mal das Parteiprogramm der AfD gelesen hat oder sich mal anhört, was Leute wie Björn Höcke auf öffentlichen Veranstaltungen so alles erzählen, angefangen von der Idee, den Begriff völkisch wieder hoffähig zu machen, bis eben zu den sehr absurden Punkten des Parteiprogramms. Alles nichts Gutes, aber da habt ihr vielleicht eure eigene Meinung, da habt ihr vielleicht eure eigene politische Haltung, die sei euch gelassen, denn wir leben ja in einer Demokratie. Die AfD ist aber, das habe ich jetzt gelesen, nicht auf den Bundespresseball eingeladen worden. Erstaunlich. Ich sogar war eingeladen letztes Jahr. Ich war letztes Jahr auf dem Bundespresseball. Nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Man geht dahin, man trägt ein Smoking, man trifft viele Leute aus der Politik, aus Gesellschaft und Kultur und kann dann, wenn man zu den oberen 100 gehört, auch mal mit dem Bundespräsidenten reden. Gauck ist ein ganz netter Typ, ganz cooler Typ. Trinkfest, sympathisch und legt einen flotten Schritt aufs Parkett. Einen noch flotteren Schritt legt eine sehr junge Dame aufs Parkett, außerordentlich hübsche Dame, Ariana Grande, wie man sie nennt, aus Amerika. Ich habe sie vor einiger Zeit gesehen bei einem Tribute to Stevie Wonder. Es ist ja neue Mode, diese Tributes in Amerika, wo dann Gaststars die Songs eines Stars vorspielen, der entweder Geburtstag hat oder zu feiern ist, aus welchem Grund auch immer. Und da hat Ariana Grande zusammen mit Babyface Kenneth Edwards zusammen eine unglaublich gute Nummer performt von Stevie Wonder. Ich war mehr als erstaunt darüber, erstmal wie sie aussieht natürlich, aber darüber auch, wie sie singt. Und wie sie abgeht, Wahnsinn, wirklich eine bezaubernde Künstlerin, deren Album ich mir dann sofort gekauft habe, in spontaner Verzückung. Und aus diesem Album spiele ich euch heute einen Song vor, es ist Into You von der lieblichen Ariana Grande. Into You von Ariana Grande. Into You. I'm so into you. Wenn ich das singen würde, würde ich sofort wieder beschimpft werden als Sexist. I want to get into you or I want to be in you. Alles Textzeilen, die ich hier nicht sagen darf. Aber Ariana Grande darf eben mal sagen, I'm so into you. So ist das in der feministischen Diktatur, in der wir leben. Wir Männer werden ja wirklich mittlerweile unterdrückt. Also wir können ja gar nichts mehr tun, ohne dass wir sofort in unsere Schranken gewiesen werden. Noch nicht mal irgendwie einen Schwanz aus der Hose holen und baumeln lassen. Aber trotzdem, Vorsicht, Ironie, trotzdem ganz interessant, diese Formulierung mal umzudrehen. Fällt mir auch immer wieder Rihanna ein, die das ja auch sehr gerne macht. Rihannas Texte sind ja sehr offensiv und manche sagen offensiv feministisch, andere sagen offensiv sexistisch und von welcher Seite das auch immer kommt, das könnt ihr auch mal wieder selbst beurteilen. Das tut ihr ja sowieso, ihr schreibt ja auf Facebook, ihr schreibt uns ja Briefe, ihr schreibt manchmal auch auf Twitter und sorgt dafür, dass diese Sendung, die jetzt in der 15. Staffel läuft, die erfolgreichste Sendung im deutschen Radio ist. Wir sind seit Jahrhunderten auf Platz 1 der iTunes Podcast Charts, worauf uns einer abgeht, mächtig. Und wir wollen das auch die nächsten Jahrhunderte, die nächsten 1000 Jahre bleiben. Wir haben hier das 1000-jährige Radioreich gegründet und als dessen Führer stehe ich hier vor dem Mikrofon in der blauen Stunde am Sonntag zwischen 18 und, nee,
ab 18 Jahren zwischen 16 und, oder war es jetzt ab 16 Jahren für, na egal, also zwischen 16 und 18 Uhr für jede Altersgruppe. Warum ist eigentlich das Motto von Radio 1 nur für Erwachsene? Ich finde das ein bisschen zweideutig. Ich habe es am Anfang ernst genommen, weil ich ja auch genauso bin wie die Zuhörer, die sich über mich beschweren, und habe so gesagt, wie nur für Erwachsene, und habe erstmal nicht angeschaltet, weil ich dachte, ich muss nachweisen, dass ich erwachsen bin. Ab wann? Also ab wann ist man erwachsen, ist ja eh eine Frage. Ist man erwachsen, wenn man Haare am Sack hat oder wenn man 18 ist oder wenn man geschäftsfähig, tüchtig ist? Oder ist man erwachsen, wenn man eine innere Reife hat und sagt, so, jetzt habe ich das Stadium der Adoleszenz endgültig verlassen, jetzt bin ich erwachsen. Nur für Erwachsene ist aber der Slogan von Radio 1 und erscheint irgendwie suggerieren zu wollen, dass es einen Anspruch gibt. Also, dass dieser Radiosender einen Anspruch hat, nur für Erwachsene zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, für welche Erwachsene? Ne? Es gibt auch sehr anspruchslose Erwachsene. Es gibt auch Idioten über 40. Ich bin jetzt zum Beispiel 48, knapp vor 50 und fühle mich immer noch nicht so reif und erwachsen, wie ich das eigentlich tun sollte. Manchmal denkt man auch, nur für Erwachsene sei ein Tarnname oder eine Andeutung darauf, dass Radio 1 auch ein Pornosender sein könnte. Also, dass hier Hardcore-Radio gemacht wird. Das wäre übrigens mal eine Idee, oder? Ein Hardcore-Porno-Radiosender. Weißt du, sowas gibt's doch, das gibt's doch weltweit nicht. Es gibt nur diese schmierigen Erotik-CDs, die so von Sprechern vorgelesen werden. Da kann man dann nach sexueller Präferenz sich irgendwelche Schmuse-Geschichtchen oder ich will es jetzt nicht doch auch Fick-Geschichtchen vorlesen lassen und wird dabei total rattig. Ja. Ich werde nicht so schnell rattig. Ich werde zum Beispiel rattig, wenn Ulrike Kapfer meinen Namen sagt. Das reicht mir schon. Ich bin da sehr genügsam. Wenn die sagt, Serdar Somuncu, dann ist bei mir schon Ding-Dong-Alarm. Das wäre eine Idee, oder? Also ich finde schon. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ich war eben noch beim Bundespresseball. Letztes Jahr, wollte ich euch erzählen, war ich da, habe mit Gauck und Konsorten und vielen Leuten abgehangen. Übrigens auch mit der bezaubernden Franziska Knuppe, einem Model. Sehr schöne Frau, sehr hübsche Frau, sehr intelligente Frau, sehr spannende Frau. Wir haben uns den ganzen Abend sehr gut unterhalten und haben somit dieses Event gemeinsam überstanden. Der Bundespresseball, auf dem dieses Jahr die AfD nicht eingeladen war. War letztes Jahr übrigens auch schon Thema, aber da ist die AfD, glaube ich, noch gekommen oder durfte kommen. In diesem Jahr nicht. Man versucht sie also immer weiter auszugrenzen. Ob das gut ist oder schlecht, das weiß ich nicht. Ich finde es eher schlecht. Weil ich finde, dass man auch mit seinen politischen Gegnern sprechen sollte und dass man auch mit diesen Leuten, die vielleicht eine extreme Meinung vertreten, in einen Diskurs muss und dass man nur mit Argumenten und argumentativ sich mit dieser Sache auseinandersetzen kann. Dadurch, dass man es vermeidet, verdrängt, verbietet, wird die andere Seite nur stärker und vor allem auch, das hat man ja auch bei Donald Trump gesehen, werden die Wähler animiert, dem Underdog, dem Vermeintlichen, ihre Stimme zu geben, denn das ist eine erwiesene Sache, würde ich mal sagen, dass Leute sich eher mit denen solidarisieren, die in Anführungsstrichen schwächlich erscheinen oder die der David sind, als sich mit Goliath zu solidarisieren. Und Goliath war in Amerika ja Hillary Clinton, die mit massiver Unterstützung von Künstlern, von Medien, von Presse Wahlkampf betrieben hat. Und Goliath ist zum Beispiel auch in Deutschland eben das etablierte Parteiensystem, CDU, SPD, FDP etc., auch die Grünen, die ungerne Konkurrenz dulden und schon gar nicht Konkurrenz, die von irgendwoher kommt und sei es auch nur von der Straße. Hier ist die blaue Stunde. Guten Tag im Dezember. Jetzt haben wir schon ein halbes Jahr hinter uns. Es wird immer kälter, es wird immer frostiger. Zwischen uns nicht. Zwischen uns bahnt sich eine Liaison an. Wir lernen uns kennen, wir lernen uns lieben und mit allen Ecken und Kanten auch auszuhalten. Ich muss persönlich sagen, dass ich mir das nicht so schön vorgestellt habe. Ja, ich habe mir diese ganze Arbeit hier viel schlimmer vorgestellt. Ich dachte, 3-4 Folgen und ich kotze. Aber es wird immer schöner. Ja, weil erstens habe ich ab und zu Gäste da. Ich hatte ja neulich MC René,
Davor hatte ich Oliver Polak da. Und zweitens bin ich manchmal auch live auf Sendung und kann mit euch sprechen. Und drittens macht es auch Spaß, wenn ich mit niemandem spreche, einfach nur mit mir und euch zwischendurch Musik vorstelle. Heute mache ich ein bisschen wieder den Koffer voll mit Musik aus fremden Ländern. Und eines der Länder, da habe ich schon mal drüber gesprochen, was besonders produktiv und kreativ ist in der Musikbranche, ist nach wie vor Island. Heute eine Band aus Reykjavik, die ich euch vorspielen möchte, Sigur Rós. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Sigur Rós. Isländisch ist ja eine skandinavische, genauer gesagt eine altwestnordische Sprache oder ist eine Sprache, die klingt wie altwestnordisch, weiß gar nicht. Ich glaube, altwestnordisch ist eine eigene Sprache. Und im Isländischen, was glaube ich dem Deutschen auch nahe steht oder verwandt ist mit dem Deutschen, sind die Dinge immer sehr schwer auszusprechen. Viele S-Laute, S-Laute, aber das Lied, das ich euch vorspiele, das hat eher einen dänischen Namen. Es klingt so wie der Name einer Band, die aus Dänemark kam und mal den Eurovision Song Contest gewonnen hat, nämlich die Olsen Brothers. Und dieser Titel von Sigur Rós heißt Olsen Olsen. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Habe ich es nicht gesagt? Das ist doch immer wieder sexy, oder? Ah, mit Serdar Somuncu. Das muss ich mir aufnehmen und in der Dauerschleife auf dem Kopfhörer laufen lassen. Ja, was natürlich auch zu einer Dauer... anderes Thema. Anderes Thema. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Anderes Thema. Ja, ich habe euch schon gefragt, wie geht's euch? Was macht ihr? Wo seid ihr gerade? Meine Lieblingsfrage. Seid ihr zu Hause? Wahrscheinlich die meisten von euch, oder? Ihr sitzt im Auto, im Zug oder hört das irgendwann später als Podcast oder liegt besoffen unterm Sofa oder arbeitet, baut euren Speicher aus. Es gibt ja bei den vielen Millionen Zuhörern, die wir haben, etliche Möglichkeiten. Wäre schön, wenn ich das erfahren könnte. Vielleicht bauen wir auch mal eine Kamera aus dem Studio heraus in eure Empfangsgeräte und ich kann mal sehen, was ihr so macht, während ihr mich hört. Fände ich sehr interessant. Immer wieder erwähne ich auch die Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht. Das finde ich sehr wichtig, denn auch wenn ich gute Laune habe, muss das nicht zwangsläufig jeder andere auch haben. Und deswegen mein freundlichster, innigster Gruß an alle, die jetzt krank sind, die einsam sich fühlen, denen es nicht gut geht, die vielleicht ein bisschen betrübt sind. Kopf hoch, Kopf hoch. Wir stehen das gemeinsam durch. Wir haben noch ein bisschen Zeit und vielleicht schaffe ich es ja auch, euch in den verbleibenden Minuten ein bisschen aufzumuntern. Aufmunternd ist immer wieder für mich, Zeitung zu lesen. Ich lese zwar jeden Tag Zeitung, aber manchmal überfliege ich es auch, manchmal lese ich die Zeitung oder eine andere. Am liebsten aber, muss ich sagen, lese ich die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung ist immer noch mein absolutes Highlight, wenn es darum geht, kurze, komprimierte Nachrichten zu empfangen. Und das hatte ich euch ja schon vor ein paar Wochen erzählt. Die Bild-Zeitung schlachtet gerade das Ehedrama von Sarah und Pietro Lombardi aus. Lombardi. Die sich vor einigen Wochen getrennt haben, dann gab es, glaube ich, auch mal eine kleine Prügelei, die Polizei wurde gerufen, dann gab es immer wieder Statements, dann gab es immer wieder Dementis und Berichte, dass die gemeinsame Fernsehsendung auch fortgesetzt werden würde. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß sowieso nicht, was ich davon halten soll, dass die Bild-Zeitung das Privatleben von Menschen ausschlachtet auf eine sehr unmenschliche Art und Weise und auf eine sehr rücksichtslose Art und Weise. Aber es wird gelesen offensichtlich, sonst würde die Bild-Zeitung es ja auch nicht schreiben. Und da ist die Frage, die ich mir stelle, wer hat eigentlich mehr Verantwortung? Derjenige, der das liest und es überhaupt erst möglich macht, dass andere es schreiben, oder derjenige, der es schreibt und das Interesse dafür, dass es gelesen wird, auslöst? Das ist so eine Huhn- und Ei-Frage, die man sich gerne immer wieder stellen kann. Aber ich glaube, die Antwort ist relativ kompliziert. Ich tendenziell neige dazu zu sagen, wenn wir uns für diesen Scheiß nicht interessieren würden, dann würde auch niemand diesen Scheiß schreiben, denn dann wird sich die Zeitung ja nicht verkaufen. Was die Bild-Zeitung auch macht, ist, dass sie immer kooperiert mit Fernsehsendern, mit RTL zum Beispiel, weil man da so einen Synergieeffekt erzeugen will.
Ich habe jetzt gelesen, dass Nastassja Kinski ins Dschungelcamp geht. Mich überrascht nichts mehr, ehrlich gesagt. Also, dass jetzt Nastassja Kinski, die jetzt mal eine großartige Schauspielerin war oder vielleicht sogar immer noch ist, sich dazu nicht zu schade ist, sich 2 Wochen in dieses Dschungelcamp einsperren zu lassen und zu entblößen und zu blamieren und vielleicht sogar auch ihre Karriere zu zerstören, das enttäuscht mich nicht mehr, denn ich habe ja auch schon andere erlebt, die ich vorher sehr geschätzt habe, oder was heißt sehr geschätzt, die ich eingeschätzt habe, anders als sie es waren. Wilfried Glatzeder zum Beispiel, ein toller Schauspieler, hat in so DDR-Zeiten viel Erfolg gehabt mit einem ganz bekannten Film, Paul und Paula, die Legende von Paul und Paula, nach dem Buch von Ulrich Plenzdorf verfilmt, der dann weshalb auch immer ins Dschungelcamp gegangen ist, da zwar eine ganz gute Figur gemacht hat, aber letztendlich, glaube ich, dadurch nicht gewonnen, eher verloren hat. Ich erinnere mich, es waren einige, bei denen ich das dachte, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wer alles im Dschungelcamp war jetzt zuletzt. Ich weiß, dass Walter Freiwald, glaube im vorletzten Dschungelcamp war, Brigitte Nielsen, weiß ich, war auch, Sarah Knappig weiß ich noch, aber an die erinnert man sich komischerweise, die hat es irgendwie überlebt. Michaela Schäfer weiß ich noch, Nadel Abdel Farag habe ich auch im Dschungelcamp gesehen, stimmt. Nadel Abdel Farag ist ja auch eine ganz tragische Gestalt, wobei ich glaube, bei ihr war das Dschungelcamp eher ein Aufstieg als ein Abstieg. Aber das ist egal, das kommt immer auf die Perspektive an, die man drauf wirft und auf den Punkt, von dem aus man ins Dschungelcamp geht. Nadel Abdel Farag habe ich mal getroffen in Braunschweig. Das war echt ein deprimierendes Erlebnis. Da waren wir in einem Hotel und sie kam tagsüber ziemlich angetrunken in Aufzug und hat mit sich selbst gesprochen. Also ganz seltsam. Und sie hatte auch keinen Knopf im Ohr, wie man das ja heutzutage manchmal erlebt, wenn man denkt, man wäre umgeben von Schizophrenen, die Selbstgespräche führen. Dabei sind das nur Bluetooth-Headsets. Aber die hat wirklich mit sich selbst gesprochen und sah auch ganz strange aus, so ganz dunkel gebrannt, also nicht wirklich dunkle Hautfarbe, sondern eher so Solarium dunkel gebrannt und schneeweiße Zähne, wirklich schneeweiße Zähne. Und irgendwie unglaublich dünn, dürr, mager und verglast, also so, als würde sie einen gar nicht wahrnehmen oder wäre sie in ihrer eigenen Welt gefangen. Das war wirklich deprimierend, das war traurig und am nächsten Morgen haben wir sie dann beim Frühstück gesehen und da hat sie mit den Brötchen gesprochen. Das war auch ganz interessant. Mache ich manchmal auch, aber aus anderen Gründen. Aber das war, glaube ich, sogar nach oder kurz nach dem, weiß gar nicht mehr, irgendwie so in der Phase, vielleicht hat das Dschungelcamp es ja auch ausgelöst, dieses Verhalten. Der Boulevard beschäftigt mich, ihr merkt das, ich lese Bildzeitungen rauf und runter und so hole ich mir meine Informationen, um mit euch in diesen 2 Stunden hier Funky Time, gute Zeit, gute Gefühle zu erleben. Ich werde es im Verlauf der heutigen Sendung auch beibehalten. Vielleicht kommt mir das ein oder andere noch dazu in den Sinn. Und musikalisch wollen wir noch ein bisschen weiterreisen. Wir bleiben ein bisschen in Skandinavien. Skandinavien an sich hat ja eine wirklich sehr vielfältige Musikszene. Die Schweden, die regelmäßig bei Contests vorne sind. Oh, fuck, Alter. So, jetzt ist es raus. Ja, ich habe die. Das war ein Fötus, den ich gerade rausgehustet habe. Die Skandinavier, Schweden, immer sehr erfolgreich. Viele Bands kommen aus Schweden, die wir kennen. Viele Pop-Bands, Dr. Alban zum Beispiel, eine Legende kommt aus Schweden. Roxette kommt aus Schweden, ABBA kommt aus Schweden. Aber das Nachbarland Norwegen ist auch nicht so schlecht. Und vor allem, wenn es um harte Musik geht, ist Norwegen gar nicht so schlecht. Finnland ja auch, hat man ja, weiß man ja noch. Lordi zum Beispiel, die Gewinner auch des Eurovision Song Contests vor 100.000 Jahren. Hier kommt eine Band aus Norwegen, die ich persönlich sehr spannend finde, heißt Djerf, wie der Name einer Stadt, vielleicht die Stadt, aus der diese Band kommt. Und der Song, den ich euch heute vorspiele von Djerf, ist Headstone. Und jeg snakker også en litt norsk. Djerf. Das war Djerf mit Headstone. Geile Nummer, oder? Klingt sehr nach Metallica, finde ich. Ich habe mir das neue Metallica-Album auch mal angehört. Auch nicht schlecht. Wobei, ich finde, bisschen oldschool, bisschen. Aber wer es mag,
jetzt ist jetzt kein schlechtes Album. Ich persönlich mag Lars Ulrich nicht. Ich finde, ich mag den Sound, also den Trommler, den Schlagzeuger nicht. Ich mag seinen Sound nicht. Ich mag nicht, wie er spielt. Irgendwie gefällt mir das nicht. Und ich mag nicht, wie er aussieht. Ich mag den gar nicht. Das ist ein Arschkopf. Nein, natürlich nicht. Aber ich mag Lars Ulrich trotzdem nicht. Metallica, neues Album. Und das war gerade Djerf mit Headstone. Ich komme auf Metallica, von Metallica komme ich auf Late-Night-Shows. Ich habe jetzt so ein viral geteiltes Video gesehen, wo Metallica in irgendeiner Late-Night-Show von wem ist es? Jimmy Kimmel ist es nicht. Habe ich vergessen. So eine Akustikversion von Dings Exit Light spielt. Sehr lustig. Neue Mode in Late-Night-Shows, dass Leute performen, ihre eigenen Hits oder Lieder performen in einer anderen Art und Weise. Und dabei ist mir aufgefallen, und ich bin ein bisschen traurig geworden, ehrlich gesagt, dass es in Deutschland keine Late-Night-Show mehr gibt. Ja, es gibt also außer den wöchentlichen Weekly, wie man im Fachjargon sagt, Shows von Jan Böhmermann, dem Neo-Magazin Royal, der Heute-Show, oder Pierre Krause, Pierre M. Krause auf SWR 3, der hat auch noch eine wöchentliche, aber das ist kaum zu finden, wenn es läuft. Außer diesen wenigen gibt es in Deutschland keine Daily Late Night Show. Das ist doch außer gut Markus Lanz. Und das zähle ich aber nicht als Daily Late Night Show, das ist eher eine Crazy Late Talk Show. Ja, schade doch irgendwie, oder? Also auch irgendwie ein Offenbarungseid, dass wir es nicht hinkriegen in Deutschland, einen Late-Night-Talker zu finden, der sich da jeden Abend hinstellt und die Geschehnisse des Tages auf eine lustige Art und Weise aufbereitet. Harald Schmidt hat das gemacht, jahrelang erfolgreich und dann irgendwann nicht mehr so, bis er dann auf Sky gelandet ist mit einer fast nicht mehr messbaren Quote. Stefan Raab hat es dann den Titel Late Nighter noch einige Jahre aufrechthalten können, aber das war auch eine Weekly, nur montags. Viele sind dran gescheitert. Thomas Koschwitz zum Beispiel, der ja damals als Vertretung für Thomas Gottschalk eingesprungen ist. Anke Engelke, sehr tragisch, die auf, glaube auch Sat.1 ein paar Mal versuchen durfte und dann ja kläglich gescheitert ist. Das war eigentlich auch gleichzeitig der Zenit ihrer Karriere. Danach ging es rapide bergab und bis zum heutigen Tage passiert da nicht viel. ProSieben laboriert an vielen unterschiedlichen Formaten. Mein Freund Oliver Polak, der ja vor einiger Zeit auch hier war, hat jetzt Applaus und Raus auf einem sehr prominenten Sendeplatz gemacht. Montagabends nach Zirkus Halligalli, die müsste man auch noch erwähnen als Late-Nighter, aber auch wiederum als Weekly-Late-Nighter. Und so verschleißt sich das und so geht diese wunderbare Chance vorbei, etwas in Deutschland zu etablieren, was Late Night sein könnte, weil aus meiner Sicht die Sender einfach viel zu viel Angst haben und viel zu sehr auf die Quote gucken und sobald die Quote mal in den Keller geht, panisch werden und absetzen und was Neues hinsetzen. Das ist ja auch Enisa Amani passiert, meiner Kollegin, die vor, ich glaube, 6 Monaten oder 4 Monaten mit großem Tamtam gestartet ist, auch auf dem Sendeplatz von Stefan Raab und dann nach 6, 7, 8 Folgen so weit unten war mit ihren Quoten, dass dem Sender offensichtlich nichts anderes übrig blieb, als wieder ab- oder umzusetzen, je nachdem. Luke Mockridge ist noch einer dieser jungen Leute, die auch einmal pro Woche zu sehen sind. Aber wie gesagt, da wünschte ich mir echt von den Sendern ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Ausdauer und ein bisschen mehr innovativen Geist, um auch endlich mal wieder in Deutschland was zu etablieren, was in anderen Ländern problemlos funktioniert. Es gibt in anderen Ländern, in England, in Frankreich, in Holland, in Italien, in der Schweiz wunderbare Formate. Es gibt in Österreich, der ORF ist ein sehr ambitionierter Sender, wunderbare Formate. Und in Deutschland, warum eigentlich immer in Deutschland, werden Dinge so lange wiederholt und breitgetreten und zerkaut und unverdaut wieder ausgeschieden, bis sie an Wert verloren haben und man diese Chance, diese wunderbare Chance, unterhaltsames Programm zu machen, auf ein weiteres und wieder einmal hat verstreichen lassen.
Ich hätte ein paar Ideen. Also wenn man mich fragen würde, sofort, ich wäre dabei. Ihr merkt ja, ich bringe mich hier ins Gespräch. Aber ich finde auch andere gute Künstler. Wo sind die alle? Ja, wo sind zum Beispiel, wo ist Olli Schulz? Der versauert irgendwo bei einem Internetradio. Der könnte mit seiner großen Klappe wunderbar jeden Abend auf der Bühne stehen. Und egal, ob die Leute ihn mögen oder nicht, es wäre jedenfalls kontrovers. Wo sind Leute wie Kurt Krömer? Der wunderbare, unglaublich witzige, hochtalentierte Kurt Krömer, der seit einigen Jahren komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Auch verschlissen worden von vielen Leuten, die ihn von Sendeplatz zu Sendeplatz geschoben haben. Vielleicht hat er auch den Mut verloren, vielleicht hat er auch einfach resigniert und sich gedacht, mit der Art und Weise, wie ich das verstehe, was ich mache, komme ich nicht durch, weil andere es nicht verstehen. Und das ist tragisch, denn wir haben in Deutschland wirklich viele gute Künstler, wir haben sehr viele ambitionierte Nachwuchskünstler auch, aber wenn man sich dann mal anguckt, was wirklich tagtäglich zu sehen ist im Fernsehen, dann kommt einem so ein bisschen die Galle hoch, denn das ist nun wirklich nicht die Crème de la Crème, die jetzt gerade stattfindet. Es ist eher die zweite, die dritte Garde. Vielleicht auch, weil diese Leute pflegeleichter sind. Vielleicht auch, weil sie mehr mit sich machen lassen. Vielleicht auch, weil die Sender haben, die manipulierbar sind als Künstler, die eigen sind und die vielleicht auch manchmal kompliziert sind. Es sei denn, sie heißen Mario Barth und sind so eigen und arrogant, dass sie alles um sich herum niederwalzen können. Da kann man sich das dann, glaube ich, leisten. Ich glaube, Mario Barth kann sich leisten, RTL aufzudrücken, was er will. Und Mario Barth ist ein investigativer Journalist ja auch mittlerweile. Hat man ja gesehen, wie er vor dem Trump-Gebäude in New York steht, an einem vollkommen anderen Tag als an dem die an dem die Demos waren und dieses Lügenpresse-Märchen so ein bisschen nährt. Offensichtlich hat Mario Barth nicht nur entdeckt, dass es mehr Asoziale auf der Welt gibt, mit denen er das Olympiastadion füllen kann, sondern auch, dass rechtsnationale Asoziale besonders treue Fans sein können. In diesem Sinne, schöner Gruß an Mario Barth. Kennst du, wenn man Witze über dich macht, musst du auch mal lachen können. Schließlich machst du ja auch genug Witze über andere. Kein Witz ist der nächste Musiktipp. Wieder mal aus einem fernen Land, das uns doch in letzter Zeit immer näher gerückt ist, fast auf die Pelle gerückt ist, weil es einen sehr übergriffigen Präsidenten hat, weil es einen sehr beängstigenden Präsidenten hat, der nicht nur in seinem eigenen Machtbereich schaltet und waltet, wie er will, sondern auch seine Arme ausstreckt weit nach Europa hinein. Und in den letzten Wochen wurde immer wieder darüber gesprochen, dass Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, dieses Flüchtlingsabkommen, was die Deutschen mit ihm geschlossen haben, nicht nur die Deutschen, ganz Europa eigentlich, aufzukündigen droht für den Fall, dass die EU die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei aussetzt. Und das ist klarer Beweis eigentlich dafür, dass man erpressbar geworden ist. Und wie das ausgeht, das schauen wir uns in den nächsten Wochen mal an. Wir lassen uns ein bisschen berieseln dazu von einer Band, die ich sehr mag. Es ist eine türkische Ska-Band, die auch auf dem Eurovision Song Contest mal aufgetreten ist. Sind, glaube ich, in dem Jahr, nachdem die Türkei gewonnen hat, Zweiter oder Dritter geworden. Es ist Athena mit einem Titel Arsız Gönül, das nimmersatte Gemüt. Und diesen Titel spiele ich euch vor hier in der Blauen Stunde zwischen 16 und 18 Uhr, immer sonntags mit mir. Athena, Arsız Gönül. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Das Vibraphon spielt zum Schluss. Ja, spielt die None, also die große Sekunde auf den Grundton. Nur mal als Info, hier ist Jimmy Fallon. Es ist die blaue Stunde zwischen 16 und 18 Uhr auf RBB Radio 1. Wir sind alle blendend drauf. Und das, obwohl es Anfang Dezember ist und wir eigentlich in tiefster Depression verharren müssten. Aber das tun wir nicht, denn wir sind zusammen, wir geben uns gemeinsam gegenseitig Kraft und halten den Kopf über Wasser. Jetzt zu dieser Jahreszeit bin ich ja auf Tour, so bis Ende, Mitte Dezember, und was mir
tierisch auf den Sack geht, und das erzähle ich euch ja auch immer gerne hier in dieser Zeit, die wir haben, ist unterwegs sein. Ja, unterwegs sein. Und egal wie, ob mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit der Bahn oder mit dem Auto, es macht keinen Unterschied. Unterwegs sein im Dezember, im November ist grauenhaft. Es ist schlechtes Wetter, es ist kalt, es ist ungemütlich und man möchte nichts lieber als zu Hause sein und kuschelig warm auf dem Sofa liegen und die blaue Stunde hören zum Beispiel. Ja. Aber wenn man dann unterwegs sein muss, manche Menschen müssen ja hart für ihr Geld arbeiten, unter anderem eben auch ich, dann hat man die Wahl. Da kann man entweder mit der Bahn fahren, sich den Arsch abfrieren auf den Bahnsteigen, bis die Bahn dann regelmäßig zu spät kommt. Und wenn man nicht das Doppelte und Dreifache gezahlt hat für eine Platzreservierung, kann man manchmal sogar die komplette Fahrt im Stehen verbringen. Selbst wenn man erster Klasse fährt, muss man manchmal im Gang stehen, weil alles hoffnungslos überfüllt ist und die Bahn irgendwie nicht gemanagt bekommt, wie man das organisiert, dass A, die Züge pünktlich kommen, dass B, Menschen einen Platz haben und dass C, im Sommer zum Beispiel auch nicht die Klimaanlage ausfällt oder im Winter die Heizung. Es ist echt unangenehm. Und was mich auch immer wundert, ist, wie Leute sich in der Bahn benehmen, also wie Menschen sich in der Öffentlichkeit benehmen. Es ist unerträglich und es treibt einen nahezu in den Wahnsinn. Selbst wenn man in einem Ruheabteil sitzt, findet sich immer noch irgendein Idiot, der total laut telefonieren muss und allen Leuten, die mit ihm im Abteil sitzen, mitteilen muss, was er beruflich macht, wie erfolgreich er ist, wo er sich gerade befindet und. Und es ist müßig eigentlich, in solchen Momenten dagegen anzugehen, demjenigen zu sagen, er soll doch bitteschön nach draußen gehen, weil meistens kriegt man auch noch freche Antworten dazu. Meistens sind diese Leute auch noch kackfrech dazu und dann riskiert man eine Prügelei oder ein Eklat. Ich habe vor ein paar Wochen zum Beispiel auch, bin ich mit dem Zug gefahren, ich weiß gar nicht von wo nach wo, und in meinem Abteil, in dem ich Plätze reserviert hatte, saß eine ältere Dame, die hatte aber ihren Arsch auf zwei Sitze einfach gequetscht und noch einen Rollator in das Abteil gestellt, sodass das Abteil einfach komplett verbarrikadiert war. Und sie las irgendwie, keine Ahnung, Bild der Frau oder irgendeinen Scheißdreck. Und als ich reinkam, konnte sie plötzlich nicht mehr sprechen. Da hat sie gesagt, und dann dachte ich, wer Bild der Frau liest, der kann doch wohl sprechen. Der kann doch auch verstehen, wenn ihm oder ihr jemand sagt, falsches Abteil, raus, Sitz reserviert, egal ob Oma oder behindert. Aber ich habe mir die Finger nicht schmutzig machen wollen, beziehungsweise im Mund nicht fusselig reden wollen. Ich bin direkt zum Schaffner gegangen, habe gesagt, er soll die Dame rauskomplimentieren, denn nebenan war ein komplettes Abteil leer für Schwerbehinderte. Und dann plötzlich aber, als der Schaffner kam, konnte sie wieder sprechen und hat sofort ausländerfeindliche Scheiße gelabert, mich offensichtlich identifiziert als einer von denen da, die sich ja nicht benehmen können und wieder dorthin gehen sollen, wo sie hergekommen sind, also in meinem Fall nach Köln. Und da habe ich gedacht, die hat nicht genug Gehirn, sich den richtigen Platz zu suchen, aber das Resthirn, was sie hat, nutzt sie dafür, boshaft zu sein. Ja, das ist der Mensch, wenn er sein Hirn benutzt, benutzt es offensichtlich als allererstes dazu, boshaft zu sein. Das Gute kommt erst in den hinteren Hirnregionen, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich war dann froh. Ich habe dann den Rollator auch aus dem Zug geworfen und die Oma ins Schwerbehindertenabteil geschubst, Licht aus, Heizung an, und hab gewartet, was passiert. Und tatsächlich ist es nichts passiert. Die Oma hat es überlebt, der Rollator auch und das Abteil wahrscheinlich auch. So ist es, wenn man Zug fährt. Viel schlimmer ist es, wenn man Auto fährt. Wenn man Auto fährt, dann ist man ja noch nicht mal verbunden mit den anderen. Man kann noch nicht mal reden oder jemanden, der die linke Spur blockiert, von einem Schaffner rausschmeißen lassen, sondern man muss sich mit all denen in irgendeiner Form auseinandersetzen, die auch zur gleichen Zeit unterwegs sind. Und da sind welche unterwegs, das kann ich euch sagen, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Da wird gedrängelt, da wird gehupt, da wird, was weiß ich was, geschimpft, gezetert, drangsaliert,
benötigt. Der Verkehr ist wirklich ist eine Sache für sich. Und wenn man, so wie ich, viel unterwegs ist, dann ist man auch irgendwann echt genervt und hat keinen Bock mehr und denkt, also das tue ich mir nicht an, weil bevor ich so gestresst ankomme irgendwo und meine Energie für nichts verschwende, da gehe ich lieber zu Fuß oder mache irgendwas anderes. Aber es bleibt einem nicht viel an Alternativen. Man kann sich ein Privatflugzeug, so wie ich, leisten oder ein Helikopter. Da muss man aber immer noch einen Helikopterlandeplatz finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Radio 1 käme mit meinem Helikopter, dann bin ich ganz sicher, es gibt hier keinen Helikopterlandeplatz bei Radio 1. Obwohl man sich vorher hätte Gedanken darüber machen können, wen man sich hier eigentlich einkauft. Ich bin ja nicht einer dieser Knallchargen, die im Internetradio arbeiten, sondern ich bin wirklich einer der namhaftesten und bekanntesten Künstler dieses Landes. Und da kann Radio 1 ruhig schon mal davon ausgehen, dass ich mit meinem Helikopter anreise, weil ich mir zu schade dafür bin, mich entweder fahren zu lassen, was ich auch unangenehm finde. Also ein Fahrer ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Oder in der Sänfte tragen zu lassen. Also in einer Sänfte durch Potsdam hierhin ins Studio mich tragen zu lassen. Aber nein, hat man hier keine Gedanken für verschwendet. Nein, man hat den Türken einmal eingekauft und dann soll er da gucken, wie er hier hinkommt. Ich fahre, wie gesagt, auch sehr ungern Auto. Und was ich noch viel ungerner tue als Bahn und Auto, ist Bahn und Autofahren, ist Flugzeug, Fliegen. Ja, auch so eine Sache. Sehr anstrengend, sehr langwierig und sehr ärgerlich manchmal. Und nicht immer schneller, nicht immer angenehmer und nicht immer günstiger. Wenn man aber am Wochenende mal Zeit hat, ja, dann natürlich kann man wieder das tun, was man in der Woche ungerne tut. Dann holt man sein Cabrio aus der Garage, sein silberfarbenes Mercedes Cabrio 1953, macht das Verdeck auf und fährt so durch die Brandenburger Schärenlandschaft. Motrip ist ein Künstler, den ich vor einigen Jahren kennengelernt habe in einer Sendung mit Vis-a-vis zusammen, in der ich Rap-Videos beurteilen sollte. Und ganz entgegen meines anfänglichen Eindrucks, dass Motrip einer dieser typischen Hip-Hopper zu sein schien, hat er sich als einer der Künstler erwiesen, die ich zu schätzen gelernt habe und die ich heute wirklich sehr gut finde. Ich habe sein Werk, sein Oeuvre mir genauer angeschaut und einer der Titel, die mir sehr gut gefällt von ihm, ist, glaube ich, aus seinem Erfolgsalbum Embryo, zweite Single-Auskopplung mit einem guten Video. Einer dieser Titel hat etwas mit dem zu tun, was ich euch gerade erzählt habe. Es ist nämlich Was mein Auto angeht. Und hier kommt es, Was mein Auto angeht von Motrip in der Blauen Stunde. Sie fragen, was ist mit deinem Auto los? Das war Motrip mit einem Song über Autos, alles über mein Auto. Motrip ist aus dem Libanon. Ja, aus dem Libanon. Ein Land, das ja auch fast in Schutt und Asche liegt, lange Jahre Krieg dort und trotzdem ein wunderschönes Land, Beirut und all das, was man so aus der Ferne kennt, vor allem auch die libanesische Küche, sehr, sehr schmackhaft, ein kulinarisches Highlight. Es gibt ja im Libanon, ähnlich wie in vielen arabischen Ländern, diese Tradition, eine Meze oder Meza, einen Tisch mit Vorspeisen aufzudecken. Mit ganz vielen kleinen Vorspeisen, mit Salat aus Petersilien, mit zum Beispiel Hummus, das ist diese Creme aus Tahin, das ist Sesampaste und irgendetwas anderem zusammengemischt. Auberginenmus, also sehr viele, viele Dinge, immer garniert mit Granatäpfelstücken. Unglaublich lecker, die man dann in so eine kleine Brottasche packt. Und man kann da sehr viel schlemmen und dazu trinkt man dann auch noch einen Arak, was mit dem türkischen Rakı und dem griechischen Uso zu vergleichen ist. Und man sitzt stundenlang am Tisch und unterhält sich, man isst, es wird getanzt, es wird gefeiert. Schöne Kultur im Libanon und Motrip, der kommt aus dem Libanon und macht in Deutschland Hip-Hop. Deutscher Hip-Hop, das habe ich ja vor diesem Song kurz erzählt, ist etwas sehr Eigenartiges für mich. Ich kenne jetzt nicht wirklich alles aus dem deutschen Hip-Hop, aber einiges mittlerweile. Ich hatte mich ja mal kurzzeitig damit beschäftigt, weil ich selbst auch ein Album rausgegeben habe, ein Hip-Hop-Album. Und dabei habe ich dann so einige
in Anführungsstrichen Koryphäen des deutschen Hip-Hop kennengelernt. Allem voran natürlich Bushido, Haftbefehl, Flair, Assad, ich glaube er heißt Azad, aber auch aus Österreich, Nazar und viele, viele andere, die in Deutschland Hip-Hop machen. Und es ist eine florierende Szene. Es ist eine Szene, in der mittlerweile ja auch charttaugliche Hits geschrieben werden. Nicht zuletzt auch wegen Leuten, die so eine Mischung aus Kommerz und Hip-Hop machen, wie Crow. Die letzten Wochen die absoluten Beginner, die jetzt als Beginner wiedergekommen sind mit einem sehr erfolgreichen Album. Oder eben viele andere, die auch wie Motrip dann in den Charts landen. Hip-Hop wird in Deutschland immer massentauglicher und Hip-Hop wird in Deutschland auch immer verkaufbarer. Und das, obwohl ich finde, dass nicht alles, was Hip-Hop ist, in Deutschland auch wirklich verdient hat, Hip-Hop genannt zu werden. Manche Dinge haben mehr Attitüde als Ausdruck. Manche Dinge sind einfach behauptet und andere schlecht gemacht. Es gibt aber auch immer wieder gut gemachte Hip-Hop-Geschichten. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Combo entdeckt, ein Duo, zwei Ladies aus Berlin. Ich glaube, eine ist Äthiopierin oder Eritreerin. 16, S-X-T-N geschrieben. 16, die meist sehr derbe Texte machen. Ziemlich hart draufhauen und dazu auch noch recht krasse Videos. Es gibt ein Video, Ich ficke deine Mutter heißt es, glaube ich, wo man viel nackte Haut sieht und viel Schaum und viel Ärsche und zwei Frauen, die sehr selbstbewusst sind, die dazu auch noch ganz gut rappen und Street sind, ja, einfach eine gute Credibility haben. Gibt gerade ein neues Video, das habe ich gestern erst gesehen, auch so beeindruckend gut gedreht, wo eine der beiden eine Prostituierte spielt und ich finde auf eine sehr interessante Art und Weise das rüberbringt. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich spannend finde, deutscher Hip-Hop, aber auch eben deutscher Hip-Hop von Frauen gemacht. Gibt ja Schwester Eva noch, die da ganz weit vorne ist. Schwester Eva ist ehemalige Prostituierte und rappt und erzählt auch aus diesem Milieu und das passt. Das ist eine gute Mischung, anders als bei anderen Leuten, bei denen man es nicht ganz glauben kann, weil sie eben selbst aus durch und durch bürgerlichen Verhältnissen kommen und mehr so tun, als ob und wie gesagt behaupten, dass etwas so sei, wie es ist. Es gibt ein Land in der Nähe, ein Nachbarland Deutschlands, in dem es mittlerweile auch eine ganz gute Musikszene gibt. Die Schweiz nämlich. Immer wieder kommen neue, junge Leute aus der Schweiz nach Deutschland und machen interessante Musik. Es gibt in der Schweiz selbst auch ein paar Bands, die man hier nicht kennt, die aber dort sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel diese legendäre Schweizer Band, Hardrock-Band Gotthard. Für unsere Verhältnisse klingt das ein bisschen, ja, seltsam, wenn auf Schweizerdeutsch gesungen wird, aber in der Schweiz ist das sehr, sehr beliebt und eine, die den Sprung geschafft hat, nicht zuletzt dank der Hilfe von Stefan Raab, ist Stefanie Heinzmann. Stefanie Heinzmann hat ja in einer Castingshow von Stefan Raab angefangen. Beeindruckendes Talent. Ich kenne Steffi ganz gut, weil ich mit einem Teil ihrer Band auch auf Tour bin und ich bewundere sie sehr, weil sie für ihr zartes Alter, ich glaube sie ist 24, 25 mittlerweile, doch sehr, sehr reif klingt und etwas von Janis Joplin immer hat, so wenn sie singt. Klingt das sehr rough, klingt das sehr soulig und sehr rau und sie hat eine wahnsinnige Bandbreite, eine Range von tief bis hoch und macht auch wirklich beeindruckend gute Songs und es gibt ein Album, jetzt das letzte Album, was mir besonders gut gefällt, was gerade auch auf Tour vorgestellt wird, was das nochmal unterstreicht, dass Steffi Heinzmann wirklich ein außergewöhnliches Talent ist und eines der wenigen Talente, die es eben auch geschafft hat, von der Schweiz rüber nach Deutschland zu kommen und hier erfolgreich zu sein, aber auch eben in der Schweiz erfolgreich zu bleiben. Und da gibt's ja, nicht viele, die das schaffen. Es gibt noch Christina Stürmer aus Österreich, die das auch geschafft hat. Und immer wieder kommen dann eben ab und zu mal diese Talente rüber, von hier nach dort, von dort nach hier und befruchten den deutschsprachigen Musikraum mit ihren Ideen, mit ihren
mit ihren Künsten. Und Stefanie ist eben eine dieser Künstlerinnen, die ich besonders schätze. Und der nächste Titel, den wir hören, kommt dementsprechend auch von ihr. Es ist aus ihrem letzten Album der Titel Little Universe. Hier kommt Steffi Heinzmann. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Hier ist die blaue Stunde, 16 bis 18 Uhr, immer sonntags mit mir, Serdar Somuncu. Wo wir eben drüber sprachen, die Schweiz ist ja wirklich ein seltsames Land. Klein, aber fein, relativ streng, auch im Umgang mit Ausländern. Es werden viele Volksbefragungen, Volksabstimmungen dort abgehalten und meistens zu Ungunsten von Minderheiten. Es gab zuletzt eine große Volksabstimmung, die auch für viel Gesprächsstoff gesorgt hat, die Ausschaffungsinitiative, in der es darum ging, kriminelle Ausländer möglichst schnell außer Landes zu bringen. Die Schweiz ist ein Land, in dem es sehr viele Ausländer gibt, aber die Schweiz ist kein Land, in dem es nun erforderlich wäre, diese Ausländer möglichst schnell auszuschaffen, wie es die Schweizer Volkspartei, die SVP, fordert, populistisch wie sie ist, denn die Kriminalitätsraten sprechen eine andere Sprache, wenn man vor allen Dingen sich mal die Delikte anschaut, um die es geht, dann sind es eher formale Verstöße, Ordnungswidrigkeiten, die diese Statistik so aussehen lassen, als wären Kriminelle in der Schweiz hauptsächlich Ausländer. Aber es gibt in der Schweiz fast so wie überall in Europa, aber doch noch ein bisschen mehr große Vorbehalte gegen Ausländer. Es gibt in der Schweiz sehr viele Menschen aus dem Kosovo. Es gibt in der Schweiz sehr viele deutsche Gastarbeiter auch, die Schwaben, wie man sie nennt, im abfälligen Schweizer Slang. Und das ist den Schweizern ein Dorn im Auge. Und sie wollen sich immer wieder abschotten. Sie wollen immer wieder, dass ihr kleines Land nicht überflutet wird von Ausländern. Und diese Sorge, dass das passieren könnte, so absurd sie auch ist, führt dazu, dass bei diesen Abstimmungen, eben bei dieser Abstimmung auch über die Ausschaffungsinitiative, Mehrheiten zustande kommen. 51%, soweit ich mich erinnern kann, haben dafür gestimmt. Jetzt gab es aber doch Probleme mit dieser Ausschaffungsinitiative. Sie musste dann doch noch durch unterschiedliche Gremien, das Wahlsystem in der Schweiz ist ja sehr kompliziert und sehr komplex, sowie auch das System der Schweizer Politik sehr, sehr kompliziert und komplex ist. Es gibt einen Bundesrat, einen Ständerat, es wird immer gewechselt, also der Staatsoberhaupt rotiert sozusagen und es gibt zwar auch politische Parteien, aber man fühlt sich der Neutralität verpflichtet und genau diese Neutralität eben, die ist offensichtlich nicht mehr gegeben, wenn man sich mal anschaut, wie die Schweizer Volkspartei auch Wahlkampf macht und wie intolerant sie Wahlkampf betreibt, wenn sie zum Beispiel Plakate hängt, auf denen schwarze Hände in Truhen greifen mit einem Schweizer Kreuz drauf, wenn suggeriert wird, dass die Ausländer es abgesehen haben auf den Schweizer Wohlstand und damit eben auch Ängste geschürt werden, da kann man dann nicht mehr von Neutralität sprechen. Viele werden sich auch an das Minarettverbot erinnern, die Abstimmung zum Minarettverbot, auch zu Ungunsten der Minarettbefürworter. Es ging offensichtlich darum, dass die Schweizer Angst hatten, dass Minarette die wunderschönen Schweizer Innenstädte verunstalten könnten. Und so ist das alles durchgegangen und durchgesetzt worden. Die Ausschaffungsinitiative allerdings ging den Leuten von der SVP dann nicht schnell genug. Es dauerte eben zu lange, bis das durch alle Gremien waren. Und dann hat man eine Durchsetzungsinitiative beantragt, um die Ausschaffungsinitiative zu beschleunigen. Das Ganze ist ein bisschen fragwürdig, weil es zum Teil eben auch gegen Konventionen, internationale Konventionen verstößt, wie zum Beispiel die Genfer Konvention. Und weil es ein eklatanter Bruch mit Menschenrechten ist, dass Menschen anderer Herkunft in einem Land, in dem sie mehr geduldet als willkommen sind, möglichst schnell ausgewiesen werden können, wenn sie ja schon sogar kleine Verstöße gegen das Gesetz begehen. Das kann sein, dass man häufiger falsch parkt, das kann sein, dass man bei Rot über die Ampel fährt, das kann auch sein, dass man bei einem Ladendiebstahl erwischt wird. Und wenn dann zum Beispiel ein Nicht-Schweizer
Schweiz dann mit einer Schweizerin verheiratet wäre, sogar dazu führen, dass der Nicht-Schweizer ausgewiesen wird, während die Schweizerin in der Schweiz bleiben darf. Es gibt in der Schweiz auch ein seltsames Aufenthaltsrechtssystem. Es wird nach unterschiedlichen Kategorien unterschieden, A, B, C. Es gibt A-Ausländer, B-Ausländer, C-Ausländer und am Ende dieser Duldung steht dann immer die Möglichkeit, das Recht sich einbürgern zu lassen, was auch ein sehr komplexes, kompliziertes Verfahren ist, anders als bei uns, wo ja die Einbürgerung stattfindet, wenn man eine bestimmte Zeit lang hier gelebt hat oder wenn man hier geboren wurde, wenn man einen Elternteil hat, das deutsch ist, muss man es sich da auch noch genehmigen lassen von bestimmten Gremien, die in den Gemeinden sitzen. Das sind meistens Gremien, die von Freiwilligen besetzt werden, die nichts Besseres zu tun haben, als einmal die Woche oder einmal im Monat darüber abzustimmen, ob jemand Schweizer werden darf oder nicht. Und die Kriterien, nach denen das entschieden wird, sind manchmal hanebüchen. Ob der Name, der türkische Name zu unaussprechbar ist oder ob derjenige vielleicht die falsche Haarfarbe hat oder irgendwann mal irgendetwas getan hat, was man als Schweizer nicht tun darf. All das fließt ein mit in diese sogenannte Volksdemokratie. All das fließt ein auch in diese sogenannte es ist ja nichts anderes letztendlich als getarnte Intoleranz und es ist wirklich ein Negativbeispiel dafür, wie in einem wunderschönen Land, in dem man in Frieden und Freude zusammenleben könnte, die Atmosphäre vergiftet wird durch Leute, die tatsächlich meinen, sie müssten zwischen Gut und Böse trennen und die Dinge so auf die Spitze treiben, dass eben viele auch daran glauben und in ihrer Angst diese Energie entwickeln, sich davon abgrenzen zu wollen. In der Schweiz spiele ich auch ab und zu, ich habe jetzt zuletzt in Zürich gespielt, sehr, sehr schön, im Kaufleuten, das ist ein wunderbarer, schöner Laden. Ich war dort allerdings auch vor einem Jahr auf der Bühne bei einem sehr bekannten Humorfestival, das Arosa Humorfestival. Es gab dann so einen kleinen Eklat, weil das Schweizer Fernsehen meinen Beitrag als einzigen Beitrag aus allen anderen rausgeworfen hat und trotzdem wurde es dann irgendwie gesendet, es tauchte ein Video auf im Internet und dieses Video ist bis zum heutigen Tage sehr oft geklickt worden, obwohl der Stand-up, den ich da gespielt habe, eigentlich nichts Besonderes war. Viel spannender ist da schon das Werk einer Künstlerin, die ich sehr schätze, einer Kollegin, nämlich von Caroline Kebekus, die lange Jahre, wir haben es zusammen auch gemacht, Broken Comedy gemacht hat auf Pro7, jetzt durchstartet, die Bühnen der Republik rockt und ausverkaufte Häuser spielt. Wir haben damals bei Broken Comedy zusammen mit 50 Sven versucht, ein bisschen das Rap-Genre auf die Schippe zu nehmen. Und ein wunderbarer Titel aus dieser Zeit ist eine Ballade, die Caroline gesungen hat mit dem Titel 50 Sven. Hier kommt Caroline Kebekus. Die blaue Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Serdar Somuncu ist mein Name. Ich bin hier am Mikrofon in Potsdam im frostigen Berlin Anfang Dezember. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid genauso wie ich guter Dinge und genießt diese 2 Stunden, die wir hier gemeinsam verbringen dürfen. 2 Tage noch bis Nikolaus, dann kommt der Nikolaus. Ich habe ja schon erzählt, dass ich immer sehr daran geglaubt habe, dass es den Nikolaus wirklich gibt. Ob es ihn wirklich gibt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber manchmal ist der Glaube wichtiger als die Enttäuschung und die Ernüchterung, die in der Erkenntnis liegt. Das wissen wir alle und deswegen glauben wir lieber, als dass wir der Erkenntnis, der realen Erkenntnis vertrauen. Ich bin jetzt in den nächsten Wochen noch knapp auf Tour. Es gibt noch ein paar Auftritte, wenige Auftritte der letzten Tour, auf der ich bin. Und dann geht's erstmal in eine lang ersehnte Pause, in eine freie Zeit, in der ich auch wieder versuchen werde, mich zu regenerieren und meine Sinne wieder ein bisschen zu befreien von den vielen Eindrücken, aber auch eben von der Inspiration zu profitieren, die ich immer wieder mitnehme bei diesen Reisen. Und vielleicht werde ich auch ein bisschen Zeit haben, um selbst mal wieder mir andere Dinge anzuschauen. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man auf der Bühne steht jeden Abend, dass man nicht die Zeit findet, sich andere Künstler anzuschauen und zu sehen, wie andere Künstler arbeiten, wie sie sich verwirklichen, wie sie sich entwickeln und was so alles passiert in diesem Zeitraum eines künstlerischen Lebens. Jetzt im Dezember gibt es wieder einige sehr interessante Festivals, Konzerte, Sachen, die man sich angucken kann und so denn die Zeit dazu auch mir bleibt, werde ich das versuchen hinzubekommen.
Zwischendurch werden wir uns natürlich auch immer wieder hören hier in der die ich wirklich sehr gerne mit euch verbringe und ich hoffe, ihr verbringt sie auch genauso gerne mit mir und mit den Themen, die wir dabei besprechen. Heute wieder ein buntes Potpourri, so wie es sein soll und auch die nächsten Male wird es so bleiben, dass wir all das besprechen, was besprochen werden muss. Ihr habt die Möglichkeit natürlich mir zu schreiben weiterhin hier per Brief an die Marlene Dietrich Allee 20 in Potsdam oder über Facebook oder über Twitter oder über irgendeinen anderen Kanal, den ihr nutzt. Da gibt es ja zahlreiche und tut das bitte. Und scheut euch nicht davor. Ich finde immer wieder Zeit, auch eure Briefe zu lesen. Viele machen sich wirklich große Mühe, schreiben sehr lange Briefe. Aber das ist nicht Pflicht. Ihr könnt auch nur kurz schreiben. Ihr könnt auch nur Musiktipps schicken. Ihr könnt euch einfach nur äußern. Das ist immer wieder ganz gut, wenn man ein bisschen Feedback bekommt. Und genau das ist sozusagen auch mein Schlusswort für heute. Seid nicht träge. Lasst euch nicht gehen. Überlasst euch auch nicht den Dingen, sondern nehmt die Initiative in die Hand und macht selbst etwas, vor allen Dingen gegen die Dinge, die euch nerven und lasst euch nicht überrollen, schon gar nicht von den Ansprüchen anderer, lasst euch nicht irritieren von den Aussagen derer, die euch irritieren wollen, bleibt euch treu, das ist mir ganz wichtig, dass ich euch das nochmal sage, denn viele Leute verlassen sich sehr schnell und viele Leute vergessen sich sehr schnell und überschreiten damit manchmal auch die Grenzen der anderen. Und das ist ein Ding, was mich immer sehr traurig macht, dass ich mich sehr beschäftigt, warum wir es nicht schaffen, offen zu bleiben für die vielen, vielen Eindrücke, die das Leben mit sich bringt, warum wir es nicht schaffen, auch ein bisschen durchlässig zu sein. Auch wenn wir uns dabei selbst treu sein wollen, heißt das ja nicht, dass wir uns verschließen müssen, das heißt nicht, dass wir uns komplett rausziehen müssen aus den Dingen, sondern man kann durchaus auch in einer Sache drin sein, ohne dass sie Überhand über einen selbst nimmt. Und das ist mein Tipp für euch für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen auch, in denen wir hier noch ein bisschen zusammen sein werden. Wir haben noch vor Weihnachten zwei Sendungen und ich glaube zwei Sendungen haben wir noch vor Weihnachten und dann hoffe ich, dass wir uns gesund und munter, frisch und voll Energie im nächsten Jahr wiedersehen. Bis dahin gibt es noch einiges zu erledigen, es muss noch gegessen werden, die Weihnachtsgans muss noch verputzt werden, Kekse werden noch gebacken und verzehrt, ein bisschen Glühwein hinterher gesoffen, eine Bratwurst noch zwischen die Zähne geschoben und ein paar Lieder getrellert und ein bisschen selig werden wir auch sein, ein bisschen besinnlich werden wir hoffentlich auch sein. Und wenn dann diese wunderschöne Adventszeit dem Ende entgegengeht und ihren Höhepunkt findet in den drei Weihnachtstagen, dann sitzen wir zusammen mit unseren Lieben am Tisch und freuen uns der Dinge. So hoffe ich es jedenfalls. Wenn ihr das nicht so empfindet, wenn ihr alleine seid, wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr zusammen sein könnt, dann denke ich an euch. Und zum Schluss spiele ich euch noch etwas vor, diesmal ein bisschen mehr in Richtung Jazz. Ein Künstler, den ich sehr, sehr schätze, dessen Werk ich eigentlich von Anfang an verfolge. Es ist Marcus Miller. Es ist Marcus Miller, der jetzt mittlerweile Mitte 50 ist, der damals angefangen hat als junger Bassist. Er ist eigentlich Klarinettist, kommt aus New York, hat gespielt in den Bands von Dave Grusin, hat gespielt bei Groover Washington auf der Wine Light, so in den späten 70er Jahren, im Alter von, ich glaube, er war damals 16, 17, sehr, sehr jung und ist dann irgendwann entdeckt worden auf einer Live-Platte, beziehungsweise hat auf der Live-Platte von Miles Davis gespielt, zusammen mit Mike Stern an der Gitarre, mit vielen, vielen anderen Musikern, Al Foster am Schlagzeug und auch dem jungen Saxophonisten, fällt mir gerade nicht ein, wie hieß er noch, es war nicht Kenny Kirkland hat bei Sting gespielt. Ich werde drauf kommen, ich werde es euch sagen. Jedenfalls ist Marcus Miller von Miles Davis entdeckt worden und Marcus Miller ist der Einzige, wenn ich mich richtig erinnere, der mehrere Alben mit Miles Davis gemacht hat. Miles Davis hatte eine große Fluktuation an Musikern und viele sind ein- und ausgegangen bei ihm. Viele namhafte Musiker, John Scofield, der Gitarrist, Daryl Jones, junger Bassist, der dann auf Marcus Miller folgte, auf Star People, aber auch Chick Corea, selbst Sting hat mal als Gastrapper auf einer
You're Under Arrest auf einer LP von Miles Davis einen ganz kurzen Gastauftritt gehabt. Miles war sehr wählerisch, was seine Musiker anging, und Miles war sehr streng, was diese Musiker anging, und er hat sie immer wieder dann auch ausgetauscht. Markus Miller hat das als einziger überlebt, und er hat sogar eine besondere Ehre bekommen. Er konnte 2 komplette Alben von Miles Davis, Amandla und Tutu, arrangieren, einspielen und auch komponieren. Das ist außergewöhnlich. Tutu, das war am Anfang nicht klar, war ein Album, auf dem Markus Miller fast alle Aufgaben übernommen hat, und man wunderte sich darüber, weil Markus Miller bis zu diesem Zeitpunkt öffentlich auch nicht als Klarinettist aufgetreten war, und auf diesem Album gab es eine Bassklarinette, und tatsächlich, obwohl es nicht auf dem Cover stand, fand man recht bald heraus, dass Markus Miller diese Bassklarinette gespielt hat. Jetzt mittlerweile produziert Markus Miller selbst wunderbare Studioalben. Ich habe ihn live bestimmt schon 10-mal gesehen. Ist ein unglaublich guter Live-Musiker mit einer tollen Band. Er wechselt auch häufig seine Band aus, aber mittlerweile hat er so eine Formation gefunden, die er behält schon seit einigen Jahren. Es werden einzelne Musiker immer wieder ausgetauscht. Und sein letztes Album ist Aphrodisia, ein Album gewesen, in dem er die Geschichte der Sklaverei musikalisch dokumentiert hat. Er ist also in alle Länder gefahren, in denen Sklaven, afroamerikanische oder afrikanische Sklaven, die ja später dann in aller Herren Länder exportiert wurden, gelebt haben, in diese Ursprungsländer, hat sich da mit Musikern getroffen und eben Songs zu diesen Geschichten, die er dort erlebt hat, komponiert. Einer dieser Songs mit einem Instrument aus Marokko, einem einseitigen Instrument, was so ein bisschen sich anhört wie eine Mischung aus Bass und Gitarre, ein Saiteninstrument, ist Bees River. Und das spiele ich euch heute zum Schluss. Genießt es, genießt eure schönen Tage, genießt, dass ihr ein Heim habt, dass ihr Freunde habt, genießt, dass ich hier bin und euch alle fest in mein Herz geschlossen habe. Hier kommt Markus Miller am Ende der Blauen Stunde, heute am 4. Dezember, Bees River. Radio 1. Nur für Erwachsene.